Die nimmt uns eh nicht mit. Weißt du warum? Weil die Pause hat. So wie alle anderen ja auch. Was ist denn das hier überhaupt? Ist das ein Bordell? Die Passiflora ist ein Bordell. Hallo? Bist du nicht zu alt zum Rumholen? Das sagt die Richtige. Hab gerade Pause. Welche Überraschung. So, hallo. Wohlhabender Städte. Was? Schweine. Überall Schweine. Sag mal. Warum ist hier so dunkel drin? Muss ich hier echt mit einer Fackel rumlaufen? Ich meine, okay, das ist ein Bordell. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ist das so? Dann, nehme ich mal meine Fackel und leuchte dir ins Gesicht, damit ich sehe, wie alt du bist. So. Okay. Dijkstra ist hier. Oh, Moment. Schöpfkelle, wow. In einem Bordell gibt's Schöpfkellen. In irgendwelchen Boxen. Dijkstra, das ist... Das ist nicht Dijkstra. Wer zum Henker? Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Ja, hallo. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Na. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier. Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Ist das so? Sie warten. Bitte hier entlang. Okay. Hauptsache, ich stehe mit einer Fackel hier. Tag. Oh, Wölfchen. Hallo. Ich mag das Lied. So, hier müssen wir hoch. Da oben ist ein Bandit. Weh, du beklaust mich. Was hat Hexer Geralt? Da hoch. Der Boss wartet schon. Na, alles klar. Beklau mich bloß nicht. Du wirst es leid. Es wird dir leid tun. Ich sag's dir nur. So, okay. Dijkstra! Alter Geralt, Freund. Da bist du ja. Gut. Mhm. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Mhm. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Mhm. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridaks Ermordung. Oha. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Mhm. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Hauptsache, die Bezahlung stimmt. Kommen wir zum Geschäft. Radovid muss sterben, um Triss und Jens willen. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Ich bin aus Neugierde gekommen. Und wirst du auch helfen? Wir werden sehen. Ich will erst wissen, was du von mir erwartest. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Was? Du hier? Oh! Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedwen um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Drecksack. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Okay. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Wie meinst du das denn? Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Mhm. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Das ist auch der einzige Grund, warum ich das in Erwägung ziehe, hier mitzumachen. Aber was soll ich denn tun?
Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Mhm. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Nicht sehr nett. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Saint-Gregor, also, ja. Ihr habt Informationen in Informanten in der redanischen Armee? Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht. Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Okay, aber... Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Andere Frage ist, vertraut ihr diesem Soldaten oder wird er euch verpfeifen? Tut mir leid, kein Interesse. Ich finde euren Mann. Wir machen mal mit. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Okay. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Na klar, Dijkstra. Hat sich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Mhm. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Mhm. Ich weiß. Und ich bin es. Natürlich. Ich bin eine Weile durch die Straßen geschlendert, um Verfolger abzuschütteln. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektionen zu erzählen. Ja, ja, diese Namen labern. Was gibt's hier? Ein Apfel und ein Brot. Nehme ich mal mit. Warum auch nicht? Was haben wir hier? Ausmachen. Nee, das will ich nicht. Das sieht ganz schön aus. Was? Hier ist eine Badewanne ohne nackte Frau? Was ist das denn für ein Puff? Knödel und eine Kerze. Ich nehme Knödel mit. Kann man essen, die Kerze nicht. Also kann man schon, aber... ist nicht so lecker. So, das kannst du ja nicht tun. Will ich auch gar nicht. Was auch immer ich da gedrückt habe. So, kann ich euch beklauen hier? Guck mal, Wasser. Wasser nehme ich immer gerne mit. Hier ist sonst nichts. Eine Tabaks... Immer diese Tabakspfeifen. Was soll das denn? Okay. Ein Knödel und ein Brot. Ja, perfekt. Genau das, was ich wollte. Was ist das denn hier für ein imposantes Bett? Sowas will ich auch haben. Mitten im Raum. Mega. So. Oh nein, jetzt habe ich ausgemacht. Sorry, liebe Kerzen. Bitte sehr. Aufnehmen ist hier, nicht ausmachen. Okay. Ein Apfel. Den nehme ich noch mit. Das kannst du hier nicht tun. Ich habe keine Ahnung, was ich da drücke, ehrlich gesagt. Aufnehmen. Jetzt... Weißt du, hier im Puff, oben im Büro von Dijkstra, liegt eine zerbrochene Hake im Schrank. Warum? Heimwerker-Enzyklopädie. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich das schon mal gelesen habe. Ich schalte es mal ein. Ich dachte, jetzt gibt es eine Quest, aber gibt es nicht, natürlich. Na, Bandit, bist du immer noch hier? Hier ist kein Bandit mehr. Ich vertraue dem nicht, dem Bandit. Aufnehmen. Brot. So, guck mal hier. Hier ist so eine Kiste, die ist super versteckt. Man kann alles durchsuchen, nur nicht die Kiste. Das kann doch nicht wahr sein. Sorry. Sorry, lieber Geraldo. Okay, vielen Dank. Ja, ha, ihr seht super aus. Ihr seht toll aus. Ja, das wird zu sehen sein. Ein Scheiterhaufen. Rehhaut. Und vielleicht vierteilen sie ihn auch. Staub, okay. Ein Buttermesser. Okay, was haben die da belabert? Ich habe jetzt mal versucht zuzuhören. Natürlich, so bin ich eben. Ich glaube, ich habe mich bepisst. Schnell raus hier, der hat sich bepisst. Ihr habt es gehört. Wunderschönes Wetter. Ah, ist ein Traum. Sprich mit dem... Gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Gleich hier, bitte. Behalt deine Pfoten bei dir. Was? Ich... Warum fragst du mich denn sowas? Mann! Das ist ja... Es ist... Das ist ein Hohn. Wandler,
ein absoluter Hohn. So, wo ist denn das jetzt hier? Redanischer, wie heißt er? Kontaktmann. Den sollen wir also treffen. Wo treffen wir den denn? Hier, mitten im Nirgendwo. Natürlich, wo auch sonst. Dieser Quest würde ich gerne erstmal folgen, um zu sehen, wo es uns hinführt. Dafür muss ich eigentlich nur zu St. Gregors Brücke. So machen wir es. So. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Das sieht sehr richtig aus. Okay. Da. Ich möchte die ganzen Quests, die wir hier haben, die unter unserer Würde, unter unserem Level sind, würde ich gerne alle abschließen, weil die geben momentan nicht wirklich viele Erfahrungspunkte, ehrlich gesagt. Aber dann haben wir die weg und können uns an die etwas gehobeneren Questen anschleichen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich die erstmal erledigen, weil wenn wir die irgendwann später machen, dann kriegen wir gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Na du? Du willst wohl spielen. Du bist ja fast so groß wie ein Pferd, Mann. Wer bist du denn? Redanischer Soldat. Okay. Das ist der richtige Weg. Wir sind auch schon gleich da. Da brauche ich auch Plötze nicht für. Das ist... kann's passieren. Ja, danke. Endlich mal ein freundlicher Soldat, der uns durchlässt. So lobe ich mir das. Was ist das hier? Zwei Zahnblüten. So, du bist also dieser Gregor, ja? Wenn ich merke, dass er uns verarschen will, ne? Dann gibt's aber Schläge. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich vertraue ihm jetzt schon nicht. Ich habe dich erwartet. Wo ist sein Helm? Gehen wir eine Runde. Wo ist sein Helm plötzlich? Ich vertraue ihm überhaupt nicht. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Super. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Mhm. Was haben Sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Verachtest du etwa den König, den du dienst? Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Dieser Tiere doch nicht. Genau das tust du gerade. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Dann kommen wir mal zum Geschäft. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen. Ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Das ging ja schnell. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Wo haben wir den denn her? Ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe, ehrlich gesagt. Okay. Finde den Wagen des Schusters. Ist auch nicht... Ersticken an 3 Pfund Stahl. Okay. So, wir müssen wieder über die Brücke. Was gibt's denn hier unter der Brücke eigentlich? Gar nichts. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist das denn hier für eine Schlange? Könnt ihr nicht mal 1,5 Meter Abstand halten? Das gibt's ja nicht. So. Wir sind gleich da. Ah, hier waren wir schon mal. Ich kann mich erinnern. Wir haben hier mal eine Quest vergeigt. Ganz am Anfang.
Na, du Bauer. Irgendeine Quest haben wir hier auf dem Schlachtfeld vergeigt. Ich sollte irgendjemanden retten. Hab's aber nicht Warum liegt hier eine Leiche? Oder schläfst du? Ich glaube, der ist tot. Kann man die plündern? Kann man nicht. Hier liegt nichts rum. Außer Tod und Verderben liegt hier nichts rum. So. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Früher konnte man diese Kisten noch looten. Was ist nur aus diesem Land geworden? So, was findet den Wagen des Schusters? Ja, das ist hier in diesem Gebiet. Ja, ja, ja. Sehe ich irgend... Da hinten ist ein Wagen. Okay. Aufnehmen. Altes Schaffell. Ist das der Wagen? Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Vorher möchte ich ihn aber beklauen. Okay, nett. Nettes... Was? Was zum Henker? Was? Ein Warg. Jetzt ist aber mal gut, Freunde. Okay. Das ging einfach. Wolfsleber, rohes Fleisch. Her damit. Danke, danke, danke. So. Greif mich einfach irgendwelche Hunde an. Wisst ihr überhaupt nicht, wer ich bin? Ein Fläschchen. Noch ein Fläschchen. Nein, danke. Was ist das für ein Händler? Hä? Okay. Was soll ich? Sieh dich mit Hilfe deiner Hexersinne nach Spuren um. Ah, hier zum Beispiel. Kampfspuren. Oh. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Wahrscheinlich der gute Händler, was? Ein Schuh. Wo sein Träger wohl ist? Schuh des Manitou. Da hinten ist noch ein Schuh. Das gefällt mir gar nicht, Freunde. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Bist du. Bist du, bist du. So, was ist das hier? Sag mal. Wo sein Träger wohl ist? Sein Träger? Wovon? Ein Schuh. Noch ein Schuh? Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Sag mal, wie viele Füße hat der? Da ist noch ein Schuh. Hä? Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Okay, ich schaue mir die Schuhe gar nicht mehr an. Das macht mich irgendwie, weiß ich nicht, wuschig. Wo sein Träger wohl ist? Ja, ja, sein Träger. Der sagt immer dasselbe. Hier sind 100 Schuhe. War das ein Schuhhändler oder was? Wir gehen mal den Schuhen entlang. Da sind noch welche. Hier ist noch ein Schuh. Was war das? So. Da ist noch ein Schuh. Hier ist noch einer. Was auch immer das hier ist, nehme ich mit. Schöllkraut. Mhm. So, da. Da geht's weiter. Was? Was macht er hier? Schuh. Gefallen. Schön. Warte. Ich will nur sicher gehen. Der sieht nicht gefährlich aus, ehrlich gesagt. Aber wenn er uns angreifen sollte, man kann mit ihm reden. Ein Schuhsammler. Ein Schuhfetisch. Ein Fetischist. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Ist doch schön. Schönes Hobby. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Das glaube ich aber nicht. Aber Schuhe sind doch keine Pilze. Die Wahrheit, bitte. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Was? Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Okay. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt okay. ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen Mann Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock Schuhe machen. Wofür braucht er... ja, eben. Wofür? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock.
große Trolle sein. Wie Menschen. Süß. Leb wohl. Ich hoffe, ich tue ihm nichts. Bis dann. Muss sie ja. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig jetzt. Ich will dir wirklich nichts Böses. Wirklich nicht. Ich will dir gar nichts tun. So, wo ist die Höhle? Was ist das hier für ein Gebilde? Für ein Konstrukt? Da ist eine Höhle auf jeden Fall. Da gehen wir mal rein. Savantpilze. Okay. Ich mach mal Le Fackel an. Quest aktualisiert. Finde den Schuster in der Trollhöhle. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Aber wahrscheinlich ist er es, weil er ja die Schuhe macht. Was ist das denn hier? War ich hier schon mal? Das sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Was war das? Sevantpilze. Huch. Ich hoffe, ich muss nicht kämpfen gegen die. Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluch beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sein? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter. Taler Schwanz und Schuhe machen. Oh Gott. Oh mein Gott, wie kann man den armen Felstroll nur so eine Scheiße beibringen? Ich brauche diesen Mann, er kommt mit mir. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt, Taler nicht gehen. Taler Schuhe machen. Ja, kann er ja. Aber nicht hier. Brauche ihn. Taler hier bleiben. Du Schuhe haben. Bock Schuhe nicht haben. Bock nicht haben. Bock nicht haben. Taler Schuhe machen. Taler los. Hä? Die Zeit ist knapp. Lasst ihn gehen oder ich mache euch ein Ende. Ich brauche ihn kurz. Nicht lange. Dann kommt er wieder. Ja. Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Seht euch eure Füße an. Die sind scheißriesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock 4 und Rock 4? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichter. Taler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Sind wir an Kinder? Nein. Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist okay. Du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Tja. Josh und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Mhm. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Na klar. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen. So viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt? Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das? Als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel.
Wenn Sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Was? Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Wo bist du? Da. Ja, weiter. Hallo? Will er nichts mehr sagen, weil wir jetzt kurz looten? Mhm. Okay. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Es ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Leber Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Aha. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Mhm. Okay. Wie steht's denn so damit? Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Der flucht echt sehr, sehr oft. Bis dann. Hä? Mach's gut. Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Was war das jetzt? Okay, wir sollen ihn immer noch eskortieren. Was zum Henker war das für ein Gespräch? Okay. Wir eskortieren den Guten mal und der sagt kein Wort. Mhm, mhm. Kannst du auch etwas schneller laufen, Senior Thaler? Muss ich dich schieben? Na los, lauf mal schneller. Wäre schön, wenn er weiterreden würde, aber ich, dann kann ich ihm ein bisschen looten. Ja, kann ich nicht. Gerald. Ich komme ab jetzt alleine klar. Ach, das ist sein Wagen hier, okay. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Was hast du jetzt vor? Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Mhm. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Warum? Wenn es nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. Hm. Können wir ihn nicht überreden mit unserer Kraft? Wollen wir das überhaupt? Die Schuster-Tour. Wie bist du darauf gekommen? Du warst Hehler in Vysimar. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich hab mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Was? Die Hehler-Sache. Miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Das verstehe ich. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute. Die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Mhm. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sieht echt schick aus. Gefällt mir gut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Sie ihre kommen zu Füße dir? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. What? Das bezweifle ich sehr. Ich hoffe, aber... Na gut, Hauptsache er ist reich damit geworden. Bis dann, mein Freund, bis dann. Vielleicht erzählst du mir ja irgendwann mal, was ihr da vorhabt. Bis dann, Thaler, und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Raduvit ist ein gewiefter Hund. Mhm. Aber wir finden schon einen Weg. Wahrscheinlich. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Okay. Quest abgeschlossen und ich bin kein bisschen weitergekommen. Immerhin 25 Erfahrungspunkte. Kann man mal machen. Ja, ich weiß jetzt nicht so recht, was mir diese Quest eingebracht hat, ehrlich gesagt.
Waren wir hier in diesem Lager schon? Ja, hier ist ein Käfig. Den haben wir schon befreit. Wer auch immer da drin war. Ja. Ja, die Quest irgendwie, keine Ahnung, war irgendwie jetzt komisch. Wir haben keine weiteren Informationen bekommen. Wir wissen aber jetzt, wer die drei sind, die hier mitmachen. Der Roche, der Dijkstra und Senior Thaler dort hinten mit seinem Wagen. Wo ist er jetzt? Keine Ahnung, ist er schon weg? Ne, da hinten steht er. Ja, vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass wir noch eine Nachfolgequest bekommen. Wird wahrscheinlich so sein. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.